Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Like Day and Night von April G. Dark mitgebracht und ich liebe dieses Buch. Ich liebe es einfach. Ich habe angefangen zu lesen und ich wusste direkt, das wird ein Highlight-Buch. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Hallo ihr Süßen. Ich habe euch heute Like Day and Night von April G. Dark mitgebracht und ich verrate euch schon mal so viel. Ich liebe dieses Buch. Hier seht ihr mal das Cover. Den Rücken. Und den Klappentext. Es klingt schon total toll. Und es ist noch viel besser. Und ich habe das Buch direkt bei Apple im Shop bestellt. Ne? Was zeigen? Na, weißt du wohl? Sag mal. Signiert. Also allein daran merkt ihr schon, wie sehr mir das Buch gefallen hat. Und jetzt erzähle ich euch auch warum. Cole kann einfach nicht fassen, dass in einer roten Ampel ein Mädchen in seinen Pickup gesprungen ist und ihr anfleht, Gas zu geben. Offensichtlich ist sie von zu Hause abgehauen, ihre Mutter ist ihr auf den Fersen und Cole weiß, dass er sich eigentlich raushalten und das Mädchen aus dem Wagen schmeißen sollte. Er kann echt keine weiteren Probleme gebrauchen, aber er erkennt in ihren Augen ihre Verzweiflung. Eine Verzweiflung, die er selbst von sich auch kennt. Also gibt er Gas. Wäre er klug, hätte er sie bei nächster Gelegenheit aus dem Auto geworfen. Und zu seiner Verteidigung, er hat's versucht. Aber Sophie, so ihr Name, gerät direkt in Schwierigkeiten und Cole schafft es einfach nicht, sie sich selbst und den Monstern da draußen zu überlassen. Auch wenn er weiß, dass auch er ein Monster ist. Sophie wurde ihr Leben lang von ihrer Mutter komplett isoliert. Sie durfte das Haus nicht verlassen, höchstens zur Gartenarbeit und nur in ihrer Begleitung. Sie durfte nicht lesen, außer in der Bibel. Sie durfte nicht zur Schule. Und Fernsehen und Radio sind für sie ebenso fremd wie alles andere in dieser Welt. Doch Sophie hat im Keller einen Schrank mit alten Romanen entdeckt und sie entfachen eine Sehnsucht nach Freiheit in ihr, die sie nicht bekämpfen kann. Also läuft sie weg. Sophie ist ein Charakter, den man entweder liebt oder wegen ihrer Naivität erwürgen will. Ich liebe sie. Durch die Art, wie sie aufgewachsen ist, hat sie keine Ahnung von der Welt. Alles ist neu und aufregend, aber alleine würde sie nicht überleben. Sie vertraut jedem, glaubt jedem alles und kann sich nicht vorstellen, dass jemand wirklich böse ist. Obwohl ihre Mutter ihr ständig gepredigt hat, die Welt und die Menschheit im Allgemeinen seien furchtbar und bösartig. Sophie glaubt nicht daran. Sie geht unschuldig und freundlich durch die Welt. Cole hat einen schrecklichen Verlust erlitten und bestraft sich schon seit Jahren selbst dafür. Er hat schon immer ein hartes Leben geführt. Die einzige, die er noch an sie heranlässt, ist Jules. Sie lässt sich nicht einfach vertreiben und weigert sich, ihren Bruder, für sie ist er genau das, aufzugeben. Cole will Sophie nicht in seinem Leben. Er will sie so schnell wie möglich wieder loswerden. Aber er schafft es einfach nicht. Er ist kein guter Mensch, aber er weiß, dass da draußen noch viel Schlimmere unterwegs sind. Was, wenn Sophie etwas passiert? Damit könnte er nicht leben. Und so bleibt ihm nur zu hoffen, dass die Dunkelheit in seinem Leben die Finger von Sophie lässt und dieses unglaubliche Mädchen nicht zerstört. Wie gesagt, Sophie ist ein Charakter, den man entweder liebt oder sie geht einem tierisch auf die Nerven. Ich liebe sie wirklich. Sie ist so unglaublich süß und lieb und ich wollte sie die ganze Zeit in den Arm nehmen. Auch Cole mochte ich sehr gern, obwohl ich ihn ab und an gern in einen See geschubst hätte. Jules ist zwar nur ein Nebencharakter, aber auch sie habe ich in mein Herz geschlossen. Also ich fand das Buch super süß und spannend, romantisch, tragisch und einfach wunderschön.
Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und schon nach wenigen Seiten war mir klar, das wird ein Highlight-Buch. Ich liebe Sophie einfach. Ich kann nichts dagegen machen. Ich wollte sie die ganze Zeit in den Arm nehmen und Cole für jedes unsensible Wort treten. Aber auch ihn mochte ich sehr. Obwohl mir sein Selbsthass manchmal echt auf die Nerven gegangen ist. Andererseits ist er einfach so. Er hat nie gelernt, anders über sich zu denken. Also, ich liebe das Buch und von mir gibt's volle 5 Sterne und eine dicke, fette Leseempfehlung und ich hoffe wirklich, dass ihr dem Buch eine Chance gibt, weil ich fand es so, so schön. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!